Ich habe da jetzt schon mit zwei Espressi extrahiert, die brauchen wir gleich zum Latte abmachen. Was brauche ich sonst noch dazu? Ich habe da meine zwei Kännchen, einmal ein 600 ml Kännchen und ein 360 ml Kännchen. Ganz wichtig, mit einem geformten Schnabel vorne, einmal das Mikrofasertuch zum Reinigen von der Dampfpflanze, eine Siebträgermaschine und natürlich eine Milch. Am besten zum Schäumen ist eine reine Vollmilch, vom Geschmack her noch Biomilch, das war nochmal perfekter. Wunderbar, dann darf ich da meine Milch rein tun. Bis zum Schnabel anfangen. Ich zeige es euch jetzt nochmal kurz in der Theorie. Ich mache jetzt die Tulpe. Das ist einer von den drei Basics. Es gibt ein Herz, die Rosetta und die Tulpe. Ich zeige euch jetzt nochmal die Tulpe. Das heißt, ich fange oben an. Oben meine ich mit Abstand zur Tasse. Gehe so ungefähr ein Drittel ein, bis die Tasse voll ist. Einfach immer in Bewegung halten. Und dann mache ich vorne einen Punkt. Vorne meine ich mit da vorne ungefähr. Halte die Tasse leicht schief. Ein Punkt, weiter in der Mitte, ein Punkt, immer mit so nach vorne schieben ein bisschen und dann zum Schluss noch ein Punkt, Punkt und gehe dann rauf und ziehe durch und dann habe ich meine Blume. Wunderbar, soweit die Theorie. Dann zur Milchschaum. Hab da meinen Steamer, tue kurz Flaschen. Dem Wasser, das Wasser brauche ich nicht in der Milch. Setze meinen Steamer in die Milch und drehe voll auf. Dann an die Oberfläche. Immer mit der Oberfläche mitgehen, damit ich das leichte Zischen höre. Sobald ich meine Menge, eine Hälfte mehr von der vorigen Milchmenge erreicht habe, gehe ich runter und mache meinen Whirlpool. Das heißt, das obere wird mit dem unteren vermischt. Wenn die Temperatur erreicht ist, drehe ich ab, setze die Milch ab. Du mit der rechten Hand sofort Steamer reinigen, kurz wieder Flaschen, wunderbar. Die Milchschwenke schleifen, dann kriege ich einen schönen Glanz zusammen. Du die Milch teilen, halb halb. Dann habe ich in beiden Kännchen die gleiche Menge. Wunderbar. So, jetzt machen wir die Praxis. Ich fange oben an, bewegen, 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 gehe nach vorne. Mach einen Punkt, geh zurück, mach einen Punkt und da mach einen Punkt, geh rauf und zieh durch. Die Tulpe, die zweite. Leichter tat sich vielleicht, wenn man mal mit einer zweiblättrigen Tulpe anfängt, die zeige ich dir. Das heißt, wieder oben anfangen, bewegen, bewegen, bewegen. Ein Punkt. Bisschen schwenken, zweiter Punkt, rauf und durchziehen. Wunderbar. Dann viel Spaß beim Üben und ich freue mich aufs nächste Mal. Bitte euch!